Ja, Mittwoch, 5. Dezember 2012. Es ist Zeit für das fünfte Türchen hier beim Let's Christmas mit mir, den Jan immer noch und den Ü-Ei-Kalender. Ja, und wir schauen mal, was denn heute mal wieder uns erwartet. Der berühmte Spruch von mir mittlerweile, Nummer 5. Mal schauen, was uns die 5, die gute Handvoll uns hier in den Kalender erbringt. Hier ist sie, die Nummer 5. Genau, und dann schauen wir mal, was da drin ist. So, dann mal öffnen. Geht auch ganz schön schwerfällig hier mal auf diese Türen. Das ist ja, ach, da muss man ja schon fast die komplette Tür hier abroppen. Das ist immer sehr amüsant. Oh je. So, und komm rausgeflogen. So, ups. So, und was ist da drinne? Da ist der Ürei Mann mit dem Eishockeyschläger. Na, ist ja auch mal interessant. Mal gucken, ob man das zufällig sehen kann. Da kann man es auch mal sehen. So sieht das aus. Ja, das ist ja Eishockey haben wir ja auch hier. Kassel Huskies hier bei uns in der Nähe. Haben auch bei uns in der Klasse sehr viele Fans. Sogar. Und jetzt schauen wir mal, was hier wohl heute drin ist. So. Jupp, hinunter. Und ja, dann schauen wir mal. So. So, was haben wir denn da Schönes? Ach, du liebes bisschen. Da wird sich mein Kollege, der NRW-Boy 18, bestimmt sehr freuen über das Sache. Das ist ein Flieger. Als ob nie im letzten Kalender dann genug von diesen Scheißviechern waren. Obwohl, nee, eigentlich ist es ja kein richtiger Flieger. Es ist ein Schienenzeppelin. Ist es. Und zwar ist gar kein Flieger. Obwohl er hat eigentlich hier so einen Propeller hinten. So sieht er von der Seite aus. Ne? So. Ne? Fährt natürlich auf Schienen. Gibt es ja da. Ne, das ist, glaube ich, was anderes, was ich jetzt gerade denke. Und hier stehen auch Daten noch dazu. Oh, es gibt hier in Kooperation mit der Deutschen Bahn. Ja, da wird sich aber der gute NRW-Boy 18, der Tom, sich heute bestimmt sehr freuen, weil ein eisenbahnverrückterer Mensch, weil er ist ja auch Lokführer, kenne ich auch nicht. Ja, das ist natürlich sehr schön. Ja, das ist natürlich was für ihn. Und das hier ist, was wir drinnen haben. Der Schienenzeppelin. Das Gute ist, ja, man wird es natürlich jetzt nicht erkennen, aber zum Glück wenigstens nicht spiegelverkehrt. Das freut mich. Ich lese es mal kurz vor. Der Schienenzeppelin war eine von Franz Kruckenberg konstruierte Eisenbahntriebwagen. Angetrieben von einem hölzernen Flugzeugpropeller am Heck. Ja, das hört dann der hier hinten. Am Heck. Es wurde nur ein Exemplar gebaut. Oh, es ist ja hier ein Unikat sozusagen. Ist ja auch nicht schlecht. Und zwar Baujahr steht jetzt hier 1929 wurde der erbaut, also relativ alt. Aber interessant ist jetzt auch hier zum Beispiel die Höchstgeschwindigkeit, die hier drauf steht. Wenn man jetzt mal so überlegt, oh, jetzt geht er schon fast auf. Ja, was könnte denn das gute Stück fahren hier? Ne? Würde ich ja mal so denken, naja, vielleicht so etwas über 100, aber da, das mal, nehmen wir mal 2, der kann sogar 230 Stundenkilometer fahren, also schon etwas, nur etwas langsamer als ein ICE, kann man damit ja schon sagen. Also das ist schon Hut ab vor dem Gerät. Leistung 324 kW, das entspricht 440 PS.
Die Länge ist 26 Meter. Na gut, das sind natürlich nicht 26 Meter, vielleicht Zentimeter, ja, obwohl Zentimeter auch noch nicht mal. Und ja, wie schwer ist es? 20,3 Tonnen schwer ist das gute Stück. Ja, das sind die technischen Daten. Ist auch eigentlich immer nicht schlecht, wenn man da auch mal so ein bisschen Hintergrundwissen erfährt, was das ist hier. Also was ist, erkennt man, obwohl ich habe ja auch erst gedacht, das ist ein Flieger, aber dabei ist das ja ein Zeppelin hier. Ein Schienenzeppelin, besser gesagt. Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Das ist also in der Nummer 5, ich muss auch sagen, bisher das Beste. Weil ich habe früher auch sehr viel über Eisenbahnen so gehabt. Also interessiere ich mich, naja, heutzutage nicht mehr so doll, aber hat mich mal auch immer früher mal sehr interessiert, so Eisenbahngeräte. Ja, da bin ich auch mal heute Abend auf das Video von den guten NRW B18 schon gespannt. Ja, für den kann man nicht genug Werbung machen. Und damit beende ich auch heute das Video. Morgen Nikolaus, nicht vergessen, eure Stiefel, Strümpfe oder was weiß ich auch immer genau vor die Tür stellen, ne? Und auch schön putzen, ganz wichtig, ne? Damit morgen der Nikolaus vorbeikommt und hoffentlich vielleicht reichlich befüllt und ja, nicht wundern, wenn vielleicht bei den einen oder anderen vielleicht auch eine Route dabei ist. Ja, wünsche ich keinen, aber manche Leute haben auch eine Route verdient. Ich auf jeden Fall hoffentlich nicht. Also an dieser Stelle bis morgen zum Nikolaustag, zum 6. Dezember 2012. Also bis morgen.